Ja, Harry mit dem Resümee des Tages. Eine ruhige Sekunde abwarten und dann ganz einfach anfangen. Das bleibt nicht lange ruhig. Und zwar hier auf der Hauptstraße in Cabarete. Es ist jetzt 19 Uhr und wir fahren jetzt zu Thomas. Thomas ist ein bekanntes Lokal in Cabarete und zwar im Callejón de la Loma. Ihr werdet es gleich sehen. Da verirren sich dann nicht viele Touristen hin und wer jetzt glaubt, das sei hier alles ein bisschen chaotisch, der mag recht haben, aber es kann auch noch schlimmer werden. So, und das möchten wir euch ja auch mal zeigen, den alltäglichen Wahnsinn hier in dem Gemeindebereich Cabarete. Wir warten jetzt noch. Ja. Wollen dann auch den Edu besuchen, Edu und Lenny. Das sind die beiden, die hier viele Jahre leben, Familie haben. Und er ist seines Zeichens ein Zigarrenfabrikant. So, und dann geht es auch gleich weiter. Hier am Hotel Caoba vorbei, für die, die ein bisschen gucken wollen, wo wir hier sind. Und es ist nicht weit, es sind ein paar hundert Meter. Hier auf der linken Seite Banco Popular und da haben wir einen Konditor. Was ist das für ein Franzose? Belgier ist es, ein Belgier. So, und dann gibt es hier auch eine Ampel. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Menschen auch da warten und die Lichter respektieren. Es ist nur ein Erkennungsmerkmal. Wir haben jetzt gerade eben rot. Und hier biegen wir nach links ab. So, und wie gesagt, wer gedacht hat, Cabarete ist ein bisschen chaotisch, der war noch nie hier. Aber hier verirren sich doch auch Touristen. Also nicht jetzt, was ich vorhin gesagt habe, kaum eine, sondern hier sind ja doch auch ein paar Menschen, die hier dann leben und eben auch Lokale haben. So, und wir müssten jetzt, glaube ich, links fahren. Wir warten, aber wir fahren jetzt einmal die Straße noch nach hinten durch. So, und hier gibt es alles, was man zum täglichen Leben braucht oder nicht braucht. Wir fahren jetzt mal hier drei Querstraßen. Die sind nummeriert, die Straßen hier. Vorne sind auch die Höhlen von Cabarete. Also es geht zu den Höhlen nicht. Sehr interessant. Ja, man muss sagen. Und jetzt ist noch überhaupt nichts los im Moment. Recht des Stärkeren zählt hier. Rechts ist die Kirche. So, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, und wie ihr seht, fahren alle mit Helm und vorschriftsmäßig. Da waren wir auch schon mal hier links. Ja, und die Musik, die ihr hört, das ist entweder privat oder so kleine Colmados. So, und wir machen jetzt wieder die Biege, wir fahren jetzt ganz einfach wieder zurück zu Thomas. Ja, und nur zur Info, falls mal hier einer stehen bleibt, mitten auf der Straße oder es kommt jemand auf der anderen Seite entgegen, da wird nicht gehupt und nicht geflucht und nicht geschimpft. Es ist einfach so.
Das gehört hier zum normalen Straßenbild. Aber es muss keine Angst haben, hier jetzt auch lang zu laufen oder zu fahren. Es ist alles im grünen Bereich. Dass manchmal der ein oder andere Spiegel ein bisschen leidet, das ist normal. So, und wir haben unser Ziel auch dann gleich erreicht. Ja, die Beifahrerin, die Conny, sagt mir auch nicht, wenn hier ein stummer Polizist kommt. So, und hier, das ist die Hauptstraße, hier die Seitenstraßen, das sind die einzelnen Schubladen, hätte ich fast gesagt. So, und hier ist zum Beispiel so eine Situation, die quatschen hier auf der Straße, die Mopedfahrer, aber es interessiert sie im Grunde genommen wenig. Es interessiert hier eigentlich, ich fahre jetzt mal, ich nütze ja nichts, wenn ich fahren will. Es ist ganz einfach so. Jetzt hat er gemerkt, dass er irgendwie im Weg ist. So, geht doch. So, und ich glaube hier rechts, ja? Mhm. Jawohl. Colmado Ashley. Hört sich sehr vornehm an. So, und hier, da wo es Licht blinkt, an dieser Stelle, da ist Thomas, oder? Thomas hier. Noch keiner. Wir sind ja hier verabredet. So, dann warten wir. Wir zeigen euch noch ein bisschen was hier. Ja, also mit Thomas ist jetzt noch nichts. Da ist nichts los. Wir haben uns entschlossen. Wir gehen ganz einfach ein Haus weiter oder ein Haus vorher. Hier an dieser Kreuzung. Da vorne ist der Thomas mit seinem Billardsalon und seiner Bar. Und wir haben uns entschlossen, jetzt hier Station zu machen und mal ein gemütliches, kaltes Bier zu trinken. Hier ist auch richtig, nicht Verkehr, sondern es geht hier ja erst etwas später los. Also hier ist noch der Friseursalon geöffnet. Und hier ist die schöne Bar. Hier sitzen wir jetzt. Und jetzt im Moment ist es auch ruhig, man kann hier gerade noch mal reden. Hier ist auch abgesperrt, hier sieht man ein paar Kästen, dass man hier nicht parkt. Und das ist das typische, ich sage mal, Dorfleben, würde ich jetzt sagen. Hier kommt ein ambulanter Händler, der verkauft seine Plastikschüsseln. Und der ist bestimmt auch noch ein paar Stunden unterwegs. Also nur mal ein paar so Eindrücke hier. Und dann gibt es die Motorradtaxis, die Motoconchos, die dann die Menschen von A nach B bringen und den Verkehr hier enorm bereichern mit lauten, knatternden Motoren. So, wir sind wieder auf dem Rückweg. Wir haben es geschafft, eine sichere, relativ sichere Straße wieder zu befahren. Wir sind hier im Zentrum von Cabarete, jetzt geht's zurück. Ich verabschiede mich und sage einen wunderschönen Abend oder Morgen, ganz gleich, wann ihr euch dieses Video anseht. Viele Grüße aus Cabarete und jetzt gibt's noch einen Sonnenuntergang. Mit diesen Worten sage ich Tschüss und hasta luego. Ja, und das möchte ich euch nicht vorenthalten.
Da braucht man jetzt nicht viel Worte dazu, nein. So schön wie die Sonnenaufgänge sind, so schön sind auch die Untergänge. Ja, so viel Zeit muss ganz einfach sein. So langsam gibt es hier auch Bewegung hier unten am Strand von Caparete. Die Lichter gehen an. Ja, und auch die Farben jetzt hier rundum, nicht nur der Sonnenuntergang, sondern auch das ganze Farbspektrum hier. Sind das Farben? Schaut euch das an. So, und das war's. Dieser wunderschöne Sonnenuntergang hier. Ich danke, dass ich sowas miterleben darf und weiß das auch zu schätzen. So, dann sage ich bis zum nächsten Mal.